Wir beeilen uns für Sie, denn Zeit ist Geld. Kabeljournal Werbeagentur. Alles aus einer Hand. Pünktlich, preiswert und in guter Qualität. Kabeljournal. Wir machen nicht nur Fernsehen. Rufen Sie uns an oder schicken Sie uns eine E-Mail. Die Woche endet bei RTV Kompakt mit: Nicht überholt, Firmenlauf verzeichnet Rekord. Nicht unzeitgemäß, Kinder machen Zirkus. Und nicht altbacken, Bäcker bekommt Glückwünsche. Noch einmal in dieser Woche Nachrichten bei RTV Kompakt. Glück auf, gut, dass Sie da sind. Viele Erzgebirge haben den Himmelfahrtstag genutzt, auf Tour zu gehen. Zu Fuß, begleitet von Bollerwagen oder dem Spazierstock, vielleicht aber auch mit dem Fahrrad oder dem Bike. Das Wetter hatte förmlich dazu eingeladen. Das Erzgebirge im kollektiven Feiertagstaumel. Und wer denkt am Morgen schon daran, dass der Tag dann doch eine ganz andere Wendung nehmen könnte? Nicht nur zwischenmenschlich, auch auf den Straßen. Und so müssen wir im Nachrichtenblock auch darüber berichten, dass so mancher Ausflug im Krankenhaus endete. Dazu aber gleich mehr. Zuvor ist der Tag vor dem Feiertag nochmal Thema bei uns. In Aue waren die Menschen vor allem zu Fuß unterwegs und das auch noch ziemlich schnell. In der großen Kreisstadt startete der Firmenlauf. In Aue wird am Abend vor dem Männertag gelaufen. Die Faszination des gemeinsamen Erlebnisses Firmenlauf ist dabei ungebrochen. Beim 12. Start wurde erneut ein neuer Teilnehmerrekord erreicht. Sage und schreibe 1602 Frauen und Männer wollten die 5 Kilometer durch Aue in Angriff nehmen. Die Gründe dafür sind einfach. Ja, ich laufe für Porsche Werkzeugbau in Schwarzenberg. Und warum? Ich laufe schon seit vielen Jahren. Es ist wieder eine große Freude. Und wenn man Wettkampf vor der Haustür ist, dann nimmt man das natürlich gerne mit und präsentiert halt die Firma. Wegen Party, Fun und weil es der Lehrmeister verlangt. Nur der sportliche Wille zählt, richtig? Ja, genau. Ja. Einfach dabei sein, ist alles. Genau. Und ankommen wieder gesund und munter. Ja, und ich laufe für die Besoma GmbH. Das ist auch ein Werkzeugbau und Sondermaschinenbau. Und ich spiele halt in der Freizeit Fußball und ja, nutze ich die Gelegenheit immer, wieder mal anzugreifen mit. Warum laufen wir mit, Papi? Für einen Kindergarten-Stehwerk. DRK. Ja, aber nicht so, als Spaßlauf. Beim Firmenlauf besteht ein Team aus 4 Mitarbeitern eines Unternehmens, einer Behörde oder einer Organisation. Vorbereitungen, das gemeinsame Schwitzen beim Lauf selbst sowie die Freude über das Erreichte schweißen die Gruppe und mitgereiste Kollegen zusammen. Es wurde nachgewiesen, dass diese Erlebnisse die Identifikation mit dem eigenen Unternehmen und den Teamgeist der Belegschaft steigern. Darüber hinaus hat jeder Teilnehmer auch etwas für die Gesundheit getan. So gab es beim 12. Firmenlauf Erzgebirge erneut viele Gewinner. Die Ergebnisse sind bereits im Internet nachzulesen und zwar unter www.firmenlauf-erz.de. Informationen für die Erzgebirger. Wir bleiben zunächst beim Sport, wir bleiben in Aue. Fußball-Zweitligist FC Erzgebirge Aue treibt seine Personalplanungen für die neue Saison weiter voran. Die Veilchen haben Mittelfeldspieler John-Patrick Strauß verpflichtet. Der 21-Jährige erhielt einen bis Ende Juni 2020 laufenden Kontrakt. Vereinspräsident Helge Leonhardt sagte: Wir sind froh, dass sich Patrick für unseren Verein entschieden hat. Er wurde bei RB Leipzig ausgebildet, hat sich dort sehr gut entwickelt und wird uns in Zukunft definitiv weiterhelfen.
In dieser Saison bestritt John Patrick Strauß 34 Regionalligaspiele für die Leipziger, erzielte dabei 9 Tore und bereitete 4 Treffer vor. Veilchen-Cheftrainer Domenico Tedesco sagte: Patrick besitzt eine super Technik und ist überaus flexibel einsetzbar. Auch charakterlich passt er prima zu uns. Wenn sich vom 30. Mai bis 2. Juni die Welt der Formenbauer in Stuttgart trifft, darf das Erzgebirge nicht fehlen. 4 Unternehmen der Region mischen sich unter die über 750 internationalen Aussteller der Molding Expo, kurz MEX, die nach 2015 zum zweiten Mal stattfindet. Laut Regionalmanagement Erzgebirge sind das Artis Ingenieur Technologie und Innovationsservice Alexander Reichel aus Olbernhau, die A-Form AG aus Mildenau, die Gebrüder Ficker GmbH Formen- und Werkzeugbau aus Marienberg sowie die NRU GmbH aus Neukirchen. 90 Jahre und kein bisschen altbacken war das Motto bei einer Geburtstagsfeier der Auerbäckerei und Konditorei zum Schellenberger. Weil das Traditionshaus im gesellschaftlichen Leben der Stadt stark vernetzt und präsent ist, waren nicht nur Kunden, sondern viele Repräsentanten der Stadt unter den Gratulanten. Da die Bäckermeister Falk und Alexander Schellenberger gute Kontakte zu den Sportvereinen der Stadt pflegen, brachte zum Beispiel EHV-Spieler Kevin Roch ein Trikot mit der Rückennummer 90 vorbei. Die 1927 gegründete Bäckerei hat in der Gegenwart rund 20 Beschäftigte. Zum 90. Geburtstag wurde anstelle von Blumen um eine Spende für den Förderverein der Villa Kunterbund gebeten. Die IHK-Regionalversammlung Erzgebirge hat auf ihrer jüngsten Sitzung einen 12-Punkte-Forderungskatalog zum Ausbau der Verkehrsinfrastruktur im Erzgebirgskreis beschlossen. Die IHK-Regionalversammlung bekennt sich zu folgenden Forderungen gegenüber Politik und staatlichen Institutionen. Erstens, zügige Planung und Umsetzung der Maßnahme S-222 vom Mönchsbad-Knoten in Richtung Westen bis zur S-258 mit Ortsumgehung Geier bis Zwönitz als Lückenschluss der wichtigen Ost-West-Verbindung sowie Weiterführung des Ausbaus bis Falkenbach. Zweitens, Verbesserung der Durchlassfähigkeit der Straßeninfrastruktur zwischen B101 und Zubringer A72 in Aue durch Umbau des Knotenpunktes B169 S255, das ist die McDonalds-Kreuzung, und Verkehrsertüchtigungsmaßnahmen auf der S255 Dr. Otto-Nuschke-Straße bis Aufbindung B101. Drittens, zügiger Ausbau im Bestand an der B101 in der Ortslage Lauter. Viertens, unverzügliche Aufnahme der Planungen und Umsetzung der Ortsumgehung Wiesa-Schönfeld B95 und Zschopautalbrücke. Fünftens, zeitnahe Umsetzung der Maßnahmen aus dem Bundesverkehrswegeplan 2030 entlang der B174, Ortsumfahrungen Groß-Olbersdorf, Hohndorf und damit Beseitigung der Engstelle in Hohndorf sowie Ortsumgehung Reizenhain. Sechstens, unverzüglicher Planungsbeginn der Ortsumfahrung Annaberg-Schlettau mit Neutrassierung Scheibenberg B95 Morgensonne. Siebtens, unverzüglicher Planungsbeginn der Umverlegung B180 bei Thalheim. Achtens, weitere Fortführung der Planungen und zügige Umsetzung einer innerörtlichen Verkehrsentlastung der Stadt Schwarzenberg in Form einer Spange zwischen B101 und S274 mit Fortführung zur S272. Neuntens, Erhalt der Bahnlinien ins Erzgebirge und mindestens Beibehaltung der derzeitigen Taktung sowie Errichtung barrierefreier Haltestellen. Zehntens, Aufrechterhaltung eines gebrauchsfähigen Zustandes des klassifizierten Straßennetzes im Erzgebirge sowie zügige Entschärfung von Unfallschwerpunkten, Beseitigung von Engstellen und Schaffung von Überholmöglichkeiten sowie Ausbau im Bestand wichtiger Bundes-, Staats- und Kreisstraßen. 11. Untersuchung einer Trassierung vom Städtebund Silberberg in Richtung Johann-Georgen-Stadt und Untersuchung einer Verdichtung der Grenzübergänge zur Tschechischen Republik. Und 12. zeitnahe Elektrifizierung der Bahnstrecke Chemnitz-Leipzig.
Die Forderungen waren zuvor im IHK-Arbeitskreis für Verkehrsinfrastruktur erarbeitet und mit dem Abteilungsleiter im Referat Verkehr des SMWA sowie betroffenen Bürgermeistern des Landkreises diskutiert worden. Ein größeres Straßenbauprojekt macht ab Montag die B169 in Schneeberg in Höhe der ehemaligen Kaserne unpassierbar. Die Bundesstraße wird an diesem Knotenpunkt ausgebaut. Das soll die Situation für Autofahrer und Fußgänger maßgeblich entspannen. Wir werden berichten. Die Umleitung ist über die S274 und die Kreisstraße K9170 eingerichtet. Änderungen im Linienverkehr sind den Aushängen an den Haltestellen zu entnehmen. Weitere Sperrungen entnehmen Sie bitte unserem Internetangebot erztv.de. Das war der Höhepunkt des Schuljahres. Darüber waren sich viele Schülerinnen und Schüler der Grundschule Erlach-Randorf mit ihren Eltern einig. An den 3 Tagen vor Himmelfahrt konnten 92 Kinder der Klassen 1 bis 4 mit dem Projekt Zirkus Hain zu Zirkusakteuren werden. Nachdem am Montag und Dienstag fleißig einstudiert und geprobt wurde, standen am Mittwoch 2 Gala-Vorstellungen auf dem Programm. Die Schüler durften sich ihre Rollen selbst wählen und wurden so zum Magier, Seiltänzer, Dompteur, Fakir, Schlangentänzer, Akrobaten, Jongleur oder Clown. Bei der Vorführung in der Turnhalle staunten die Eltern nicht schlecht, was ihre Kinder in so kurzer Zeit geschafft hatten. In Schwarzenberg besuchten einige Vorschulkinder der Kita Pfiffikus im Stadtteil Neuwelt die Kinder der Klasse 1 und ihre Lehrerin Dagmar Barth in einer Unterrichtsstunde. Dabei hatten die Vorschüler viele Fragen mitgebracht. So erkundeten sie, welche Arbeitsmittel im Unterricht benötigt werden, welche Buchstaben die Erstklässler schon gelernt haben und was diese schon aus dem Lesebuch lesen können. Die Schulkinder wiederum verblüfften damit, welch große Zahlen sie bereits kennen und dass man die Uhrzeit gut ablesen und wissen muss, weil sie eine wichtige Information im Tagesablauf ist. Mehrere schwere Verkehrsunfälle haben sich am Himmelfahrtstag im Erzgebirgskreis ereignet. Für einen Biker endete eine Männertagsausfahrt nach einem Unfall zwischen Jansbach und Geier im Krankenhaus. Ein Autofahrer, der nach links auf einen Parkplatz abbiegen wollte, hatte den Motorradfahrer übersehen. Trotz Gefahrenbremsung konnte der Biker eine Kollision nicht mehr verhindern und stieß nahezu frontal in den Seat. Dabei wurde der Motorradfahrer schwer verletzt. Ein angeforderter Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Klinik. In Ehrenfriedersdorf war am Nachmittag die B95 wegen eines Unfalls für 2 Stunden gesperrt. Ein 73-jähriger Autofahrer war auf die Gegenfahrbahn geraten, wo 2 Autos beim Ausweichen zu Schaden kamen. Auf dem Weg von Seifen nach Heidersdorf endete ein Männertagsausflug mit Traktor tragisch. Aus noch ungeklärter Ursache war der Traktor mit Anhänger an einem Abhang am Seifener Weg nach links vom Weg abgekommen und frontal gegen einen Baum geprallt. Die Wucht des Aufpralls war so heftig, dass sich Gegenstände auf dem Weg verteilten. Der Traktor wurde massiv verformt. Das Traktorengespann war mit 6 Personen besetzt. Neben einem Rettungshubschrauber kamen auch 4 Rettungswagen sowie 2 Notärzte zum Einsatz. In Aue hatte am vergangenen Sonnabend das Diakonissenhaus Zion zu einem Tag der offenen Tür eingeladen. Hauptsächlich stand das neu eröffnete Haus am Floßgraben mit Altenpflegeheim und Tagespflege im Blickpunkt. Aber auch die anderen Arbeitsbereiche von Zion konnten die rund 150 Besucher an diesem Tag kennenlernen. Die Veranstalter hatten eine kleine Ausstellung zur Geschichte des Haupthauses vorbereitet, die die Entwicklung vom Lazarett über die Kinderklinik bis in die Gegenwart darstellte. Zum Schluss des Nachrichtenblocks wollen wir noch einer Bitte des Heimatvereins Auerbach Erzgebirge betreffs der Ausstellung 75 Jahre Zipfelhaus in Auerbach nachkommen. Im örtlichen Mitteilungsblatt Nummer 5 vom 24. Mai 2017 sind 2 falsche Öffnungstage abgedruckt.
Am 9. und am 23. Juni ist diese Ausstellung in der Auerbacher Heimatstube nicht geöffnet. Es muss richtig lauten für den Monat Juli 2017. Geöffnet am 9.7. und am 23.7.2017 von 14 bis 17 Uhr. Über die einzigartige Ausstellung 75 Jahre Zipfelhaus in der Heimatstube Auerbach mit floraler Blütenkunst von Christiane Schlüssel berichten wir in der am Sonnabend beginnenden Ausgabe unserer Sendung ErzTV, das Magazin. In der Ausstellung sind einzigartige Arbeiten von Christiane Schlüssel zu sehen, wobei jede einzelne Karte ein Unikat darstellt. Christiane Schlüssel arbeitet inzwischen außerdem erfolgreich bei der Gestaltung von Blütenbüchern. Bis heute hat sie 14 Bücher mit ihren Blütengeschichten gestaltet. Blütentiere in allen Formen und Farben sind zum Markenzeichen von Christiane Schlüssel geworden. Morgen, am 27. Mai, ist Modenacht in Annaberg-Buchholz. Das wird wieder viele Menschen in die Berg- und Adam-Ries-Stadt bringen, die sich nicht nur Modetrends auf den Laufstegen ansehen wollen, sondern die Gelegenheit nutzen, einen schönen Frühsommerabend in guter Gesellschaft zu verbringen. Auch mit guter Musik, denn zur Modenacht beginnt auch der Wettstreit der Erzi-Star-Finalistinnen um die begehrten Sterne. ErzTV ist Medienpartner und setzt nun die kleine Reihe fort, in der alle 10 Damen vorgestellt werden. Gesangstalente aus dem Erzgebirge fördern und auf die großen Bühnen bringen. Das ist das Ziel der Castingshow ErziStar. Schon zum 4. Mal sucht Initiator Mirko Süß zusammen mit seinem Team nach dem Gesangstalent. Am 1. April war Casting. Die Immerlach-DJs Rick und Rix sowie Sänger Toni Kraus saßen unter anderem in der Jury und mussten die Qual der Wahl treffen. 10 Finalisten galt es festzulegen. Einen Tag später stand die Entscheidung fest. Es wird eine reine Mädelsstaffel. Die 10 Finalistinnen wurden vor ihrem ersten Bühnenauftritt zu einem Fotoshooting und ins Tonstudio eingeladen. Auch wir von ErzTV waren vor Ort, um die Mädchen schon einmal etwas genauer unter die Lupe zu nehmen. Nun stellen wir in Abständen einzeln die Kandidatinnen vor. Heute Lisa Marie Lange, 16 Jahre alt, lebt in Scheibenberg. Die 16-Jährige ist die jüngste Kandidatin der diesjährigen ErziStar-Staffel. Früher habe ich nur von meinen Großeltern immer gesungen, bis ich mich dann irgendwann getraut habe, auch von meinen Eltern zu singen. Und denen ist halt aufgefallen, dass ich eine sehr schöne Stimme habe, also mit ihren Worten jetzt mal ausgedrückt. Und ja, dadurch habe ich mich dann in der Kurrende in Scheinberg angemeldet. Da haben wir auch mehrere Stücke performt, Musicals, wo ich auch öfters die Hauptrolle bekommen habe. Und ja, dann bin ich im Chor unserer Schule beigetreten und ja, so kam eins zum anderen. Auch sie musste selbstverständlich am 1. April zum Casting in Schneeberg, wo der Jury vorsingen. Ich hatte mir sehr viele Gedanken darüber gemacht, wie das alles ablaufen wird und habe die ganze Zeit darüber nachgedacht, ja, werde ich mich jetzt versingen und hoffentlich stelle ich nicht irgendwas Blödes an. Und aber letztendlich ist es trotzdem alles ganz gut abgelaufen. Ich denke, ich war gar nicht so schlecht, hoffe ich. Ich bin jetzt nicht so an die Sache reingegangen, ja, ich werde auf jeden Fall unter die Top 10 kommen und dann ins Finale und dann werde ich gewinnen. Nein, also ich hatte schon Angst und Bedenken, ob ich es überhaupt unter die besten 10 schaffen werde. Und ja, ich war ganz glücklich, als es dann doch so geworden ist. Grund zur Freude hat sie jetzt. In den nächsten Wochen darf sie sich, genau wie die anderen 9 Finalistinnen, auf der großen Bühne dem Publikum beweisen. Weitere Infos zu den Auftritten der 10 Mädels finden Sie im Internet unter www.erzistar.de. Und noch unser Blick auf den Veranstaltungskalender. Lateinamerikanische Gitarrenklänge sind am Sonntag in Lößnitz zu hören. Das Konzert Guitarra en Hispanoamérica mit Alexander Kenz beginnt im Mume Campus am Markt in Lößnitz. Zum Auer Tierparkfest sind am 28. Mai die Minitiere der Einrichtung zu erleben. Darüber hinaus wird sich unter dem Motto »Keine Angst vor wilden Tieren« alles rund um wilde Tiere drehen, die eigentlich nicht zur Stammbesetzung gehören.
Speed-Dating für die berufliche Zukunft heißt es am 31. Mai im Gründer- und Dienstleistungszentrum Annaberg, wenn Schule Wirtschaft trifft. Die Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH lädt ab 18 Uhr interessierte Oberschüler und Gymnasiasten der Klassenstufe 8 und 9 sowie ihre Eltern zu der Veranstaltung ein, die der Berufsorientierung einmal einen ganz frischen Rahmen gibt. 8 regionale Unternehmen unterschiedlichster Branchen präsentieren sich im Konferenzraum. Anmeldung bis kommenden Dienstag telefonisch bei WFE GmbH Kerstin Hillig unter der Telefonnummer 03733 145 119 oder per Mail an hillig@wfe-erzgebirge.de. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt und mehr Infos zur regionalen Berufsorientierung gibt es unter www.berufsorientierung-erzgebirge.de. Und am 31. Mai 2017 zwischen 8 und 13 Uhr besteht wieder die Möglichkeit, über Sorgen und Probleme mit dem Landtagsabgeordneten Alexander Kraus zu sprechen und gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Zur optimalen Zeiteinteilung der Bürgersprechstunde wird um Terminvereinbarung unter 03774 869 394 gebeten. Das Bürgerbüro befindet sich in der oberen Schlossstraße 11 in Schwarzenberg. So, nun ist auch die kurze Woche vorbei. ErzTV Kompakt meldet sich am Montag um 20 Uhr wieder mit neuen Nachrichten und Berichten. Auf erztv.de und mit unserer Facebook-Seite haben Sie aber immer zwei Online-Dienste an der Hand, die Sie durch das aktuelle Geschehen begleiten. Samstag und Sonntag zu den Nachrichtenzeiten, zu jeder vollen Geradenstunde, sehen Sie den Wochenrückblick und alle Veilchen-Fans dürfen sich auf ErzTV das Magazin freuen. Darin freudentaumeln wir mal mit den lila-weißen Anhängern einfach mit. Der Klassenerhalt ist ein Thema in dieser Sendung, zu der Sie Susanne Schwenkfelder ab Samstag zwischen 7 und 0 Uhr zu jeder vollen ungeraden Stunde einlädt. Ihnen jetzt ein schönes Wochenende. Gut, dass Sie heute noch mal dabei waren. Glück auf!